Hallo und willkommen zu meinem kurzen Video über CryptoSuite. Ist ein Dienst, den ich heute gerne vorstellen möchte. Den wird es ab morgen offiziell geben. Ich habe heute schon Zugang bekommen und ich finde die Funktionen und so wirklich sehr interessant und auch nützlich. Mehr Informationen findet man unter der Adresse oder unterhalb des Videos. Kommen wir erstmal zu CryptoSuite. Es handelt sich hierbei um einen Online-Dienst, den man nutzen kann, um A, die Marktübersicht über bis 1500 Währungen zu haben. Man findet auch die ganzen Hintergrundinformationen zu den Währungen, was gerade fürs Investieren und Handeln wichtig ist, wirklich wichtig ist. Eine Funktion, die zeigt einem Arbitrage-Gelegenheiten, also Gelegenheiten, bei denen man bei der einen Börse kaufen kann und bei der anderen direkt verkaufen kann, um damit einen direkten Gewinn zu machen. Man kann News, also einen Alarm für News und auch für Preisveränderungen für spezifische Währung einstellen. Wenn man also in Ethereum oder Ether investiert hat, dann könnte man die Währung eingeben und bekommt dann per E-Mail oder über andere Wege Informationen zum Preis und auch zu aktuellen Neuigkeiten. Man findet eine ganze Menge Tutorial-Videos auf Englisch leider, wie man Bitcoin kauft, wie man handelt und so weiter und so fort. Und auch sehr interessant ist der ICO-Kalender. Hier kann man aktuelle und aufkommende ICOs finden. So, schauen wir uns das Ganze am besten mal kurz live an. So, hier sieht man das Dashboard von CryptoSuite. Man sieht hier Bitcoin Market Cap, wie viele Coins komplett im System sind. Hier sieht man die, die am meisten heute dazu bekommen haben. Hier die, die am meisten verloren haben. Hier kann man auch Favoriten festlegen. Man kann hier auch nach einer Währung suchen. Hier zum Beispiel. Da kann man sich austoben und sich mit den Währungen auseinandersetzen, Hintergrundinformationen abrufen, sich den Chart angucken. Hier kann man es zu den Favoriten hinzufügen. Und hier sieht man Informationen und so weiter. Und weitere Features kommen noch und werden noch ausgebaut. So, hier kann ich den Markt vorsortieren nach dem Volumen, nach der Market Cap, nach Veränderungen in Zeit. Das kann ich hier filtern und mir so interessante Gelegenheiten oder interessante Investitionen raussuchen. Hier haben wir das Alarmsystem. Da kann ich mir zum Beispiel hier jede Stunde ein neues Preisupdate schicken lassen oder halt alle 7 Tage oder sowas. Oder hier kann ich Währung auswählen. Hier geht es um die Veränderung, entweder wenn der Preis fällt oder wenn er sich generell verändert, im Prozent oder absolut, innerhalb einer Hour, 24 Stunden, 7 Tage. So, kommen wir zum Avatar. Da sehen wir hier die Unterschiede von Coinbase zu Coinbase, Coinbase zu Coin, Bitfinex und so weiter. In dem Fall für Bitcoin, US-Dollar. Da sehen wir zum Beispiel, dass wir hier bis zu 7 machen könnten. Gucken, vielleicht gibt noch mehr. Nee, doch hier 11. Hier ist so die beste Variante, die wir machen können. Also 11 US-Dollar pro verkauften Bitcoin könnten wir hier machen. Das ist bei Bitcoin jetzt nicht so interessant. Bei anderen Währungen, die weniger kosten, allerdings sehr wohl. Hier sieht man Doge Bitcoin zum Beispiel. Das ist eine interessante Sache, weil Doge sehr preiswert ist und damit wenig Transaktionsgebühr erfordert. Die kann man fast als kostenlos sehen. Und da sieht man auch hier, dass man hier 7 Dollar machen könnte bei 7%. 7,6% könnte man verdienen. Darum, also es sind Prozentangaben. Das ist eine ganz interessante Sache. So kann man mit geringem Risiko bis zu keinem Risiko gut Geld verdienen. Dazu gibt es per E-Mail von mir noch mehr Informationen, wenn man sich anmeldet. Kommen wir zum ICO-Kalender. Im Portfolio kann man noch angeben, was für Investitionen man hat und kann beobachten, wie die verlaufen. Alles an einem Platz. Bei Wallets kann man seine Wallets verbinden. Das arbeitet dann zusammen. Hier findet man die aktuellen ICOs.
Schön mit Erklärung, Links und so weiter. Hier finden wir die upcoming, also die anstehenden ICOs. Das kann ganz interessant sein, um bei der Bounty mitzumachen. Also viele ICOs bewerben sich selber, indem sie Coins abgeben für Leute, die Videos machen oder die auf Twitter aktiv sind und so weiter. Da kann man hier Gelegenheit finden. Da sollte man sich eins raussuchen, was man einen Monat in der Zukunft ist oder mehr noch. Und dort einfach anfragen, ob sie so ein Programm haben. Zum Beispiel. So, hier kann man seine Favoriten einsehen. Da habe ich hier jetzt Satzcoin. Es gibt noch eine Facebook-Gruppe, der man dann beitreten darf. Und noch ein paar andere Sachen, die noch dazu kommen werden. Insgesamt finde ich das ein sehr, sehr interessantes Tool. Für Leute, die investieren, ist das auf jeden Fall sinnvoll, beziehungsweise fürs Trading oder wenn man halt mit Arbitrage-Trading Geld verdienen will, ist das auch sehr sinnvoll. Sollten Sie die CryptoSuite selber testen, über den Link unten in der Beschreibung, dann erhalten Sie meinen Forex Expert Advisor zum Testen im MetaTrader. Der ist in der Beta-Version, also mit Echtgeld sollte man den nicht benutzen, außer auf eigene Gefahr. Er ist aber insgesamt ganz interessant und hat mir auch schon mit Echtgeld ein bisschen Geld gemacht. Er ist allerdings, verliert er recht viele Trades mit wenig Kapital, um dann einen Trade mit sehr viel Gewinn einzufahren. So ist die Funktionsweise von dem EA. Funktioniert mit Price Action. Sie erhalten meinen Trendmeter-Indikator. Das ist ein Indikator für den MetaTrader, mit dem man sehr gut Trends erkennen kann, Seitwärtsphasen erkennen kann. Und auch die Elliott-Wellen-Theorie ganz gut nachvollziehen kann. Sie erhalten meine Signalindikatoren für Trendwechsel und Trendfolge, Handelsgelegenheiten. Vor allem der Trendwechsel ist sehr interessant. Und wenn Sie Fragen oder Hilfe brauchen, dann stehe ich Ihnen auch persönlich zur Verfügung. Um an dem Angebot teilzunehmen, einfach den Link unter dem Video benutzen und die CryptoSuite mindestens einen Monat ausprobieren. Ich danke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen viel Erfolg.